Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Video für Transport Fever 2. Ich habe heute wieder eine Map für euch, und zwar diese schöne Map, den Geißeltalsee und das Umland. Ist eine kleine Karte vom User Fritz Martin, ist schon letztes Jahr erschienen, aber wurde mir bei YouTube vorgeschlagen und ich dachte mir, ich glaube, ich habe noch nie eine kleine Karte vorgestellt und das ist wirklich eine tolle Map geworden und deswegen möchte ich das heute mal mit euch teilen und euch die Map so ein bisschen zeigen. Ja, spielt in Sachsen, ist glaube ich auch anhand von Google Maps nachgebildet einigermaßen. Wir haben unten auch die Autobahn und wir schauen uns das Ganze mal an. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das geht auf verschiedenen Wegen. Einmal über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ein bisschen Trinkgeld dalassen. Oder auch über eine Kanalmitgliedschaft, aber auch einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo ist schon Unterstützung genug. Darüber würde ich mich ebenso sehr freuen. Wir schauen mal, was wir hier finden. Ich muss vorweg sagen, die Städtedichte, wir haben hier über 40 Städte auf dieser kleinen Karte, ist mir persönlich ein bisschen groß, ein bisschen hoch, auch die ganzen Industrien. Aber wir haben hier unten ja den Bulldozer und wenn wir hier im Sandkastenmodus spielen, den könnt ihr euch ja aktivieren. Die Städte abreißen, die ihr nicht braucht und dann wieder deaktivieren. Dann könnt ihr die Städte abreißen ohne Kosten, aber dann auch wieder mit Geld spielen, nachdem ihr die Städte abgerissen habt. Ja, hier beginnt die Autobahn, geht hier quasi aus der Map raus. Fahren wir hier einmal entlang. Hat auch die Abfahrten hat er richtig cool gemacht. Hier, das ist alles schon vorgefertigt. Die Bäumchen hier vom guten Spacki sind auch verbaut. Die Tannen auch sehr, sehr schön. Ist eher eine flache Karte mit so ein paar hügeligen Hügeln, wollte ich gerade sagen, deswegen habe ich gestoppt. Ja, genau, die hügeligen Hügel. Nein, mit so ein paar Hügeln auf der Karte. Hier auch schön mit dem Tunnel unten drunter. Also hier steckt schon viel Liebe drin. Und dann haben wir hier die Autobahn, die dann hier die Karte bei Weißenfels wieder verlässt. Wir können das Ganze auch mal auf Play drücken. Dann haben wir hier noch so einen kleinen, ja, weiß nicht, ob das ein Fluss sein soll, der hier im Kartenrand lang geht. Ich denke mal, für den See ist es dann doch zu schmal. Und wir haben hier überall so kleine angelegte Seen, Teiche. Hier haben wir Storkau, Tagewerben, Obschütz, Dobichau, Pördelist, Groß-Jena, Naumburg an der Saale, das sagt sogar mir was. Und alles in allem ist das schon ziemlich cool. Also es hat einen schönen Flair, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir, wie gesagt, mir persönlich wäre das Ganze ein bisschen vollgestopft mit Städten. Ich denke, dass die Performance definitiv stabil bleibt, auch wenn man hier so viele Städte hat, da es ja nur eine kleine Karte ist. Aber es ist dann doch ja, Geschmackssache, denke ich, wie viele Städtchen man haben möchte auf der Karte. Aber wie ich eben schon erklärt habe, das kann man ja alles wunderbar abreißen, wenn man da weniger haben möchte. Ja, ich weiß gar nicht, aus was dieser See entstanden ist, ob das Tagebau war. Könnte schon sein in Sachsen, ne? Wäre auch eine ziemlich coole Schönbockkarte. Ne, hier einmal um den See herum etc. Kleine Karte reicht mir persönlich immer für den Schönbau, maximal mittelgroß. Da kann man schon ordentlich Schönbau betreiben und auch schön ins Detail gehen. Wäre dann, ich habe ja gesagt, Richtung Herbst möchte ich auch wieder eine Schönbaustaffel starten. Das wäre schon eine ziemlich geniale Karte. Ja, vielleicht noch ein paar Berge reinziehen. Hier haben wir dann auch ein großes Landwirtschaftsgebiet. Hat da schon Felder verteilt. Hier haben wir, glaube ich, die höchste Erhebung auf der Karte. Diesen Berg. Und dann geht es hier hinten nochmal rum. Schmürma, Öchlitz, Stöbnitz, Oberwünsch, Niederwünsch. Gibt schon lustige Namen. Bad Lauchstädt ist auch geil. Bad Lauchstädt, hier auch nochmal Landwirtschaft. Das
scheint ein etwas größeres Städtchen zu sein. Auf jeden Fall sah das zumindest so aus. Wie groß ist denn die größte Stadt auf der Map? Das ist Mücheln mit 302 Einwohnern. Das haben wir hier am See. Hier stehen auch schon ein paar höhere Gebäude. Niederklobikau. Hier ist auch ganz viel Landwirtschaft schon verbaut. Hier hinten in dem Bereich. Schön, schön. Ja. Aber hier könnte man natürlich auch, man könnte hier starten mit dem Kopfbahnhof, dann hier ein Bahnhof und dann hier entlang. Hier hinten lang, dann nach hier. Also da kann man wirklich ordentlich Bahnbetrieb einrichten. Schlecht ist das natürlich nicht, ne? Und auch von hier. Hier ein Schiff rüber, nach hier und dann nochmal nach hier. Ob man hier durchfahren kann, weiß ich nicht. Müssten wir mal gucken, ob das Ganze schiffbar ist. Nein, aber da kann man ein bisschen nachhelfen, dass man das ein bisschen breiter macht. Und dann sollte man da durchkommen. Jo, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck der Karte bekommen. Gerade für Menschen mit einem etwas leistungsschwächeren Rechner ist das, glaube ich, eine gute Map. Ein paar Städte weg und dann sollte man da auch eine Menge Spaß über einen längeren Zeitraum haben. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß mit der Karte, falls ihr die spielt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.